Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Smite. Folge 10, wenn ich mich recht erinnere. Wir spielen heute mal wieder Eroberung mit dem Gott Agni, ein Magier. Den hatte ich noch nicht, deswegen werde ich gleich mal die Skills noch erklären. Ja, Magier natürlich, magischer Schaden. Sollte man dann natürlich drauf gehen, klar. Und der Ladebildschirm ist natürlich sehr schön. Was ist denn unser Team? Aphrodite, unser Team ist Loki, Ra, Nis oder Nice, Nace und Osiris, legendär. Hat auch schon etwas länger gespielt. Gegen Aphrodite, Shark, den kenne ich gar nicht, weiß ich gar nicht, wer der ist, oder Shaak, Athena, Kali und Serket. Ja. Mal sehen. Letzte Übungsrunde mit Artemis war ja richtig cool. Ich habe auch mal erfahren, dass die Gegner aufgegeben hatten. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Danke nochmal dafür für den Kommentar. Und ja, ich sehe ja auch, dass Smite bei euch richtig gut ankommt. Das sehe ich ja auch, dass eigentlich fast alle Kommentare darauf liegen. So, dann fangen wir mal an. Der erste ist Noxious Fumes. Ist ein Boden. Ein Zauber, den man am Boden macht, ist ein Tick-Zauber, das heißt, das ist eine Fläche halt, derjenige, der dran steht, kriegt Schaden. Flame Wave ist eine Feuerwelle, die nach vorne geht, auch Schaden. 3 ist Path of Flames, da rennt der nach vorne, auch in Linie. Schaden pro Tick und der Ulti ist Rainfire, ein kreisförmiger Angriff, den man irgendwo hinsetzen kann. Der mächtig viel Schaden macht auf jeden Fall. Ich hole direkt mal 3 von jedem. Sonst skillen werde ich erstmal die Wave, die Flammenwand. Okay, ich gehe wohl nicht in die White Lane. Wer ist denn da? Das ist der Loki. Der Loki ist ein Nahkämpfer, glaube ich. Ich habe nämlich extra geschrieben, White Lane. Und wo will er? Achso, das Camp will er machen, okay. Okay. Na, wann spawnen das Ding immer? Ah, jetzt. So. Herr Loki, könntest auch mal was tun. Holla. Bitteschön. Auf der Lane ist Athena, okay. 2. Athena und Guan Yu, ist das der Guan Yu? Weiß ich jetzt gar nicht, sehe ich gar nicht. So, dann werde ich mal das Ding mit skillen. Genau. Aber. Oh, wir haben First Blood, das ist schön. Sehr gut. Kannst du ruhig deine Axt auf mich schmeißen, du. Ja, super. Aber. Ja, warum ist er denn nicht weggegangen? Machen wir kurz ein bisschen zurück hier. So, dann werde ich jetzt mal weiter die Flame Wave skillen, damit die mir nicht auf Seite am Zeiger gehen. Oh, was der mir um den Sack geht, ey. Gibt's ja gar nicht. So, dann wollen wir die Minions hier killen. Ja, du gehst mir ein bisschen um den Zeiger, ehrlich. So. Ja, da kommt der Loki. War natürlich jetzt nicht so toll, ich habe keinen Mana mehr, gar nichts.
Da ich Magier bin, bin ich mal ein bisschen hinten bleiben. Auf jeden Fall. So, das auch nochmal skillen. Und ja. Nun gut. Mal gucken. 2:1 steht es momentan. Ich habe 800 Gold gerade nur. So, Minions, geht mal bitte auf den Athena, genau. Und du stirbst jetzt auch. Tschüss. Das überlebe ich nicht. Sag ich doch. Mist. Hat er mich nur gekriegt, der Hund? Ich werde mir erstmal genau die Schuhe holen. Magische Kraft und Mana ist immer gut. Ich werde mir dann noch zwei Heiltränke kaufen und Mana-Trank. So. Und werde mal wieder in die Lane gehen. Na, die Lane sieht momentan sogar noch gut aus. Von uns ist nicht ein Turm angegriffen worden bis jetzt. Loki, was will er denn? Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja mehr XP-Camp mal killen. Mal so eine Runde, wenn die stehen. Ne, stehen tun sie nicht. Ja, wir haben auch einen Jungler. Der Osiris, angeblich. Wollen wir ein bisschen den Turm verteidigen gehen. Ja, du kannst deinen Scheiß hier bei dir behalten. Ja, der Schaden ist natürlich jetzt noch nicht Premium. Aber das werde ich ja wohl hinkriegen hier. So. Nächste Stufe. Dann werden wir da immer wieder die Flame Wave skillen. Heilt das Ding mich auch? Ne. Ah, ich bin gesilenced. Mist! Wo ist denn jetzt wieder, wo ist denn jetzt wieder der Loki hin? Ey, da riecht mich schon wieder auf, sowas. Hammer. Jetzt, da ist er jetzt wieder. Ey, das ist eine wahre Pracht manchmal hier. Oh. Ich verstehe manchmal echt nicht, was die da machen, ey. Anstatt mal da in der Lane zu bleiben, nein. Oder mal rüber zu kommen und vielleicht mal die zwei zu killen. Naja, ich komme ja schon. Da sollen wir mal ein bisschen versuchen, auf den Turm zu drücken hier. Ja, er haut schon wieder ab. So. Wollen die mal killen hier. So. Weiter geht's. Na, Osiris hat Vincent jetzt einen gekillt. Ja, ich werde von einem Turm angevisiert, ist ja gut. So, ich kann wieder skillen, wieder die Flame Wave erstmal. So, jetzt mal ein bisschen auf den Turm drücken. Nur ein bisschen wenigstens. Mal kurz rausgehen hier. Ja. Genau deswegen. Hey, hey, hey! Ho, ho, ho. Mein Gott, Loki, kill doch nicht den da. Mein Gott, nee, du, ey. Ach ja, ach ja, ach ja.
Dann gehen wir uns mal einen Heiltrank kaufen. Jetzt habe ich wenigstens schon mal die Schuhe, 50 magische Kraft mehr. Aber wenigstens habe ich ein bisschen auf den Turm gedrückt. Nochmal ein bisschen spinden. Ja, es gibt auch einen B-Knopf, da kann man sich mit zurückporten, da muss man nicht zurücklaufen. Na, wenigstens habe ich schon zwei Assists. Immerhin. Ja, da ist der Osiris, sehr gut. Na, ich glaube, der haut die auch weg, so wie das aussieht. Sehr gut. So, das mal skillen. Da kommen Minions. Your team has destroyed a left enemy tower. So, mal die Flame Wave da durch. Ja, sieht aber gar nicht schlecht aus, 12 zu 6 gerade. Gut, für mich auf der Lane läuft das jetzt nicht so toll, aber naja, was will man machen? Dann tue ich mal ein bisschen auf den Turm hier. Wir sind etwas. Au, 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 au. Nein, nein, nein. Ach, ey. Ach. Mann, 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 Mann. So, werde ich mal darauf gehen. Ja, aber meine Lane, die sieht scheiße aus, ey. Weil der Loki da immer die ganze Zeit am Rumtouren ist, ey. Anstatt einfach mal mitzuhelfen. But you come und... Okay. Loki, I didn't ask for your help. Ja, das ist auch toll, wenn man da... Das kann man sowieso nicht lesen. So schnell, oder besser gesagt, so schnell. Naja. Sollte gleich mal den Flame Walk da machen. Oder Pass of Flames heißt der. Damit ich auch mal ein bisschen schneller vielleicht wegkomme. So, jetzt will ich mal ein bisschen wieder hier in den Turm drücken. So. Weg mit dem Zeug hier. Weiter geht's. Ja. Wie ich vorhin schon mal sagte, hast mich nicht getroffen, oh. Ne, ich hau mal lieber ein bisschen ab hier. Weil da kommen nämlich gerade drei. Worauf ich jetzt gar keinen Bock habe. Ja, Athena wollte mich schon, habe ich nämlich gerade gesehen. Ach, die haben so eine Art Heiler bei sich drin, so wie das aussieht. Aber das Gute ist, ich kann ja mit den Minions kämpfen, das ist nämlich gut. Wenn ich die Minions von denen nämlich kill und die mich angreifen, gehen die, oder besser gehen die Minions automatisch auf die drauf. Was natürlich bedeutet, dass die Minions, die machen ja extrem viel Schaden. So, jetzt werde ich mal einen Pass of Flame skillen. Der macht mich auch nicht gerade wenig Schaden. Naja, das war klar. Ah, jetzt haben sie mich. Ach ja, anstatt mal irgendeinen... Ne, mir mal zu helfen. Nein. Ach, warum auch? Ach, nee. Nee, nee, nee. Vielleicht bilden sie ja mal noch ein, damit ich den nächste Ding kaufen kann. Jetzt haben sie mich dreimal natürlich erwischt, weil Herr Loki da keinen Bock hat, mich mal zu unterstützen auf der Seite. Warum auch? Was ist das eigentlich für ein Ding? Wer macht das? Magische Kraft, ah, okay. Ja, komm, die 10 Gold warte ich jetzt eben.
So. Warum kann ich das nicht kaufen? Hallo? Ich bin noch im Shop. Hä? Ach so, war ich nicht. Muss hier hin, okay. So. Jetzt habe ich wenigstens schon mal 120 magische Kraft. Mal schauen. Ja, gegen 3 natürlich habe ich keine Chance, obwohl ich fast 2 mitgenommen hätte. Mit meinem Ulti. Also wie es aussieht, werden jetzt gerade alle umgehauen von uns. Oh Mann. Ja, Loki, komm mir mal entgegen. Versuche ich dir noch zu helfen, aber ich glaube eher weniger. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Egal, ich gehe wieder mal auf meine Lane. Da ist die Athena. Warum immun? Danke. Mal weg hier. Mal weg, 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 weg. Ach, die kann sie immun machen. Okay. Wir haben einen Assist dafür gekriegt. Immerhin 1420 brauche ich für das. Ja. Jetzt ist es natürlich wieder ausgeglichen. Sehr geil. Aber das passiert. Aber wenigstens ist jetzt mal einer rübergekommen und hat mir mal geholfen dabei. Ah, komme ich noch rechtzeitig? Schaffe ich das? Ja, doch. Ich verstehe gar nicht, warum die immer immun ist. So, wollen wir die Minions hier killen. Ja, du willst deine Axt wieder auf mich schmeißen, ne? Sack. Hallo. Guan Yi. Den muss ich auch mal noch spielen und euch mal vorstellen. Den habe ich nämlich auch noch nicht gespielt. Ach du, mein Freund. Au, au, au. Au, au, au. Mal weg hier. Nee. Der will mich immer noch. Na, jetzt will er mich nicht mehr. Glück gehabt. Da wollte er mich wieder. 1024 habe ich gesagt, ne? Was gibt mir das denn? Auch magische. Oh, magische Lebensraum, das ist auch nicht schlecht. Magische Kraft. Was macht das? Ach ja, das ist dasselbe. Magische Kraft und magische. Ach ne. Ich hole mir erstmal das. Nachher einen Heiltrank wollte ich mir noch kaufen. Ein Heiltrank. So. Gehen wir mal wieder auf die Lane. Ein bisschen sprinten. Ja, aber da werde ich wahrscheinlich nicht viel ausrichten können, wenn da 3 Stück stehen. 19 zu 17. So. Mal ein bisschen extra EP geholt. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir die Lane jetzt mal weiter drücken können hier. Ja, die Minions werden auch mit der Zeit stärker. Glaube ich, habe ich auf jeden Fall im Gefühl, weil die halten auf jeden Fall mehr aus wie vorher. Ach, da ist wieder einer gestorben. Ach, ja. So, Level up. Dann werden wir mal die Flame Wave weiter skillen erstmal.
Ich weiß jetzt schon, dass sie wahrscheinlich gleich wieder hier kommen und mich hier wieder wollen. Weil ich mal glaub. Ich den kaputt? Ich glaube nicht, wa? Ja, da kommen sie schon. Schade, schade, schade. Haben sie jetzt beide kaputt gekriegt? Dann brauche ich doch echt ins Essen. Ja, du kriegst mich jetzt aber nicht mehr. Was ist denn hier los? Warum greift denn, warum kämpft denn keiner? Mann, nur. Anstatt da mal einer hingeht, ey. Nein. Oh, Level Up. Sehr schön. Habe ich mein Ultiwalter-Skill hier. Habe ich wenigstens einen Assist für gekriegt. Und manchmal verstehe ich das nicht, was die da treiben. 1420 hat das gekostet, das Ding, ne? Der Stab. Nur noch 200 Gold. 18 Minuten schon wieder. Ne? Was das wieder für eine Folge wird. Aber alles nur für euch. Wollen wir die Minions mal wieder ein bisschen drücken hier. So, brennt mal eine Runde. So. Da hinten ist doch schon wieder einer gewesen. Der Guan Ji, der ist schon wieder da. Naja. Aua. Stümper. Ja, ist mir doch egal, kannst du mich nicht treffen damit. Was probierst du da? Na, wollen wir mich schon wieder? Stümper, du. Mann, so schwach bin ich nicht mehr wie am Anfang. Aber ich werde mir mal den Stab jetzt holen. Mal eben. Genau den. Und dann werde ich hier auf das Polynomikon. Oder Poly. Wie heißt das? Polynomikon, tatsächlich. Das ist wirklich so. Ja, ich komme ja schon. Krass. Vor allen Dingen, wie hat die sich bitte schön so schnell wieder hochgeheilt? Die Alte. Gibt's ja gar nicht. Ist ja der Hammer. Genau die. Boah, die hat sich jetzt gerade mal kurz mit einem Kill sich wieder komplett hochgeheilt. Nicht schlecht, ey. Vor allen Dingen finde ich das immer geil, wenn die Leute immun werden gegen irgendwas. Das Schlimme ist, ich weiß ja noch nicht, ob das wirklich so balanced ist, das Spiel. Bei den ganzen Göttern. Da habe ich keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ob das wirklich so balanced ist, dass wenn man nicht neuere Götter hat oder höhere Götter, die wirklich Kohle kosten oder so. Dass die nicht, weg mit euch. Kali ist das, glaube ich, ne? Die so extrem stark ist. Oh, mach die mal vom Acker hier. Danke. Damage Camp, ja. Die Frage ist natürlich, wir sollten vielleicht mal echt jetzt mal einen Tower drücken langsam.
dass wir hier mal einen Tower kriegen. Ja, der scheiß Stun hier. Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Irgendwie klappt hier gar nichts. Irgendwie geht hier überhaupt gar nichts. Naja. 24 zu 30, das sah am Anfang eigentlich relativ gut aus, aber das sieht jetzt eigentlich scheiße aus, muss ich ehrlich sagen. Riech mich schon wieder innerlich auf, muss ich ehrlich sagen. Oh, der hat den Middle Tower. Hey. Wir sind auch irgendwie mal am Phoenix dran. Also wir sind sogar schon links am Phoenix dran gewesen. Nur meine Lane ist scheiße. Aber der Tower ist fast down, ne? Ja. Ja, war klar. Boah. Ach, ist doch zum Kotzen sowas. Ehrlich. Was ist das denn für eine Scheiße da? Aphrodite und Kali. Absorbieren und hier und das. Was ist denn das? Die haben nur 8000 Gold mehr wie wir. So, der Hammer, ey. Oh, werden wir mal ein bisschen Schutz kaufen noch. Anders wüsste ich jetzt auch nicht, was ich da noch gegen machen soll. Kann ich sowieso nichts gegen machen. 8 mal gestorben und 4 Assists gerade mal. Nee, das ist das Schlimme. Ich habe mit dem zwar schon mal gespielt, aber so wirklich können tue ich den nicht. Wie man vielleicht auch sieht. Das ist halt das Problem. Den kann ich nicht so. Also gibt die anderen Götter leider. Wurden zum Teil ja schon genommen. Wie Ra zum Beispiel, mit dem ich auf jeden Fall besser spiele. Oder Artemis. Wollte ich nicht nehmen. Dieses Mal, weil ich habe letztes Mal schon Artemis gespielt. Hammer. Töte die. Gibt's doch nicht, ja. Gib mir doch nicht. Gib mir doch nicht. Na, jetzt den kriege ich nicht mehr. Oh. Ja, Osiris, ne? Am Anfang noch so richtig tönen, ja, ich bin der King, ich kann alles, ich brauche nicht nach deiner Hilfe fragen. Und dann kriegt er aufs Maul, ist ja. Und kriegt noch niemals die Alte da tot. Eine wahre Pracht, muss ich ehrlich sagen. Aber was will man machen, ne? Aber die könnten mal langsam Ende machen. Ja, irgendwie kannst du von denen gar keine. Oh, jetzt hat er einen getillt. Hey. Hey, Loki. Hey. Hey, hey. Das ist er gestorben, der Loki. Und da ist noch einer gestorben. Und jetzt sind wieder drei tot von uns. Das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Naja, die Minions sind auf jeden Fall stärker geworden. Muss ja. Na, Freunde, jetzt drück mal ein bisschen auf den Turm, ne? Wenn's geht.
will den Turm kaputt kriegen hier. So, jetzt geht er aber down hier. Das ist mir egal, der Turm ist kaputt. Ach, die Kali da, ey. Magische Kraft, ja. Ich kann mir leichter den kaufen. Wenigstens habe ich den reichen Turm kaputt gekriegt. Immerhin. Oh, der Osiris hat die Kali kaputt gekriegt. So, da kaufe ich mir das. Jetzt will ich noch mehr. Den, jetzt habe ich 375. Magische Kraft. Auch mal ein bisschen mehr Schaden, aber das bringt mir wahrscheinlich herzlich wenig, weil die haben immer noch 7000 Gold mehr. Als wir. Und meine. Oh, ich habe gerade mal 11000 Gold. Obwohl ich jetzt rechts den Turm eigentlich kaputt gekriegt habe. Ja, ich würde ja auch gerne, aber ich komme so schnell komme ich nicht, glaube ich nicht. So schnell bin ich nicht. Ja, jetzt bin ich auch gestorben, klar. Ach ja, ach ja. Da wollte ich doch tun. Und alle tot, jawohl. Sehr schön. So muss das. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts. Ach, nee. Hm. Oh, toll. Das hätte ich auch kaufen. Gut, das Ding machen, das ist ja cool. Schon für nächstes Mal merken. Mana, Lebenskraft und magische Kraft und wenn ich einen Gegner treffe, wird er um 25% langsamer. Ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Ey, dieses Absorbieren, ne, das ist ja, was ist das denn für eine Scheiße? Ehrlich. Dieses Absorbieren, was soll denn der Scheiß? Echt. Normalerweise wäre die jetzt gestorben, eigentlich, gerade. Aber ich sag ja immer wieder, ich hab letztes Mal bei den anderen Videos auch schon mal gesagt, tut mir leid für so welche Sachen, aber ich bin nicht der Superspieler. Ich geb immer mein Bestes und ich versuche auch die Götter so zu zeigen. Aber das klappt auch nicht immer. Und deswegen tut mir auch leid, manchmal. Ah, die Minions mal umhauen hier. Der hätte jetzt aber Glück gehabt. Au, au. Au, au, au. Ach, nee. Ey. Ach, du. Der hat schon wieder keinen Bock mehr. Ach, ihr seid so eine Penisse. Das gibt's gar nicht, ey. Ich finde das immer so geil, weil. Was soll da? Dann bleiben die einfach stehen und machen nichts mehr und ja. Und ich muss ehrlich sagen, warum soll man da nicht mehr kämpfen, ey? Das ist doch wie bei Dota oder so. Ein Kampf gewinnen, die sind, weiß ich, auf 50 Sekunden tot oder so, dann hat man eine Chance auch hochzurennen. Aber scheinbar nicht. Aber er hat überhaupt keinen Bock, also. Ja, leider verloren, klar. Obwohl er so gut angefangen hat, aber. Naja.
Boah, 32 Minuten immerhin. Ja, das war's dann wohl wieder. Deswegen sage ich euch wieder einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich mit einem Sieg wieder. Tschüss.